Hallo und herzlich willkommen zum Aufgebraucht-Video. Es ist Ende des Monates und ja, gedreht. Los geht's. Aufgebraucht Baby Dream Shampoo, Reinigung, Pflege, Haare und Kopfhaut. Ich habe schon mal erwähnt, ich möchte die Sachen von meinem Sohn auch aufbrauchen. Er benutzt die nicht und von daher habe ich das auch genommen. Eigentlich, ja, heute früh die Haare damit gewaschen. Geruchsmäßig bin ich kein Favorit davon. Es trocknet die Haare aus, aber komischerweise nicht so ganz. Also unter der Dusche fühlt sich alles so komisch an, so trocken und alle Haare, die kleben irgendwie zusammen. Aber ja, dann später, wenn es richtig trocken ist, sieht das gut aus. Das von Bübchen war viel austrocknender als das, aber ich würde es doch nicht mehr nachkaufen und auch nicht für mich. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es den Pinsel richtig austrocknet. Aber auf die andere Seite, wenn wir zum Beispiel Concealer-Pinsel nehmen oder Foundation-Pinsel, dann ist da auch viel Öl drinnen. Von daher kann es gut funktionieren. Yankee Candle Kilimanjaro Stars aufgebraucht. Das sah so aus. Es war ein männlicher Duft. Oh. Lecker. Ich habe den Rest eingeschmolzen, also da war noch ein bisschen eingeschmolzen und als Tarts. Ja, benutzt. Richtig lecker, richtig lecker. Aber jetzt ist time to say goodbye. Frisch, also wer frisch und männliche Düfte mag, auf jeden Fall ein Nachkaufprodukt. Aber ich habe noch ein paar auf Vorrat und ich möchte die auch brauchen. Nehmen wir meine Tüte so. Isana, Maxi Wetterpads, kaufe ich immer wieder nach, brauche ich nicht viel zu sagen. Ja, das benutzt man auch. Limitierte Edition, natürlich alle Sachen, die aus WM standen, gab es für 50% reduziert, also günstiger. Von daher habe ich das auch mitgenommen und insgesamt 3 Flaschen von diesen Spülmittel, 55 Cent jeweils. Aufgebraucht Aveo Nagellackentferner Hibiskus ohne Aceton. Sehr gut. Also das hat mir sehr gut gefallen. Das hat nicht so intensiv nach Aceton gerochen. Ja, hier riecht das natürlich, aber innerhalb von Sekunden verschwindet diesen Acetonduft und da bleibt es nur noch so ein normaler blumiger Duft. Also sehr gut, gibt es bei Müller. Für sehr wenig Geld. Aufgebraucht Nivea Sensitive 3-in-1 Reinigungsfluid mit Micellentechnologie für sensible Haut, 200 Milliliter, war in Ordnung. Ich habe noch ein Backup hier. Ja, es hat meine Haut gereinigt. Ich habe es gut vertragen. Kann nichts Negatives dazu sagen, aber ich bin sicher, es gibt auch günstigere Alternativen auf dem Markt. Sonst ein Nachkaufprodukt. Dove Go Fresh. Das war mein Zwischen, wie soll ich das erklären? Zwischenbeine Deo. ja, wenn man ein bisschen mehr Kilos wiegt, dann reiben sich die Beine, wenn man schwitzt und das ist überhaupt nicht angenehm. Und diesen Tipp habe ich auch der Melanie gegeben. So ein Antitranspirant, also wo man so Puder eigentlich raussprüht, tut man einfach zwischen die Beine, also wo die Beine sich reiben, einfach sprühen. Bisschen trocknen lassen, also innerhalb von 2 Minuten ist alles schon erledigt und dann problemlos den ganzen Tag im Kleid, im Rock rumlaufen, ist kein Problem. Also ich zumindest habe kein Problem. Ich kaufe es, ich habe es vergessen nachzukaufen, aber das mache ich dann morgen und ja, war sehr gut. Also immer diese Antitranspirant und also kein Deo, Antitranspirant muss draufstehen. Und was wollte ich noch sagen? Duft war in Ordnung, aber das war mir nicht so wichtig. Und die Größe passt auch, weil das ist die Mini-Version, dieser Compressed. Definitiv ein Nachkaufprodukt für Sommer, ein Must-Have. Aufgebraucht feuchte Reinigungstücher, Apfel von Domol. Ich mag natürlich die von Balea viel besser, aber wenn ich nicht speziell nach DM fahre wegen dieser Reinigungstücher, dann nehme ich die auch von Domol. Ich habe aber gemerkt, dass die von Domol, ja natürlich, die riechen nicht so gut, sei mal ehrlich, als die von Balea, aber die trocknen irgendwie schneller aus. Ja. Aber sonst, ja, auch nicht schlecht.
Dekorative Kosmetik lassen wir zum Schluss. Sios Professional Performance 3 Intensiv Aufbaukur, die gibt es. Salon Plex, die gibt es noch bei Rossmann, habe ich gesehen. Alle. Da war noch Wasser drin. Riecht super. Also so ein cooler Duft. Das riecht so frisch, apfelig. Keine Ahnung, das riecht sehr lecker. Ja, war sehr pflegend. Komischerweise. Aber vom Preis her ist nicht so preiswert wie meine Balea Haarkur, diese Öl-Dingsbums Haarkur, die ist billig. Also die kostet um die 5 Euro und die andere kostet um die 3. Und da sind keine Silikonen enthalten, hier schon. Deswegen werde ich mir das nicht nachkaufen, nur wenn die um die 2 Euro kostet. Ich habe aber noch eine Pulle da, also ein Töpfchen, werde ich auch brauchen. Beste Handcreme für die Arbeit, die Linde Saka. Schaut so aus, gibt es in der Apotheke zu kaufen. Also das geht sowas von ratzfatz, pam, 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 pam. Und ja, natürlich, da bleiben ein paar Fingerabdrücke, aber da bleibt nichts Fettiges auf der Haut und man kann gleich weiterarbeiten. Also kann ich nur empfehlen, die kostet um die 2 Euro. Also wenn ihr mega schnell einziehende Creme, Handcreme haben möchtet, dann bitte das. Ist auch natürlich nicht die mega pflegende, aber ist ausreichend. Aufgebraucht Badewasserfarbe blau, auch wenn die Kappe gelb ist. Das war blau, kaufen wir immer wieder nach. Der Kleine hat unglaublich viel Spaß damit. Muss sein. Dann aufgebraucht Yves Rocher Nutritiv, einmal Tagescreme aufgeschnitten und zweimal Nacht. Ich habe noch eine Tagescreme in Gebrauch. Die Nachtcremes habe ich nicht aufgeschnitten, weil ich bin nicht so mega zufrieden damit. Also finde ich in Ordnung, aber auch nicht so, was ich nachkaufen muss. Jeweils 15 ml. Und wie gesagt, im nächsten Aufgebrauch-Video werdet ihr auch die Tagescreme. Es ist eine okay Linie, aber ich kann die auch nicht empfehlen und auch nicht empfehlen. Ist nichts Besonderes. Also für mich. Ja, wer Yves Rocher mag, ja, aber ich kann, ja, das war so. Und noch dekorative Kosmetik. Einmal aufgebraucht Essence Little Bee, was? Das. Eine Color Correcting Powder, Anti-Dullness Loose Setting Powder. Ich habe es unter meine Augen benutzt. Also alle. Es war so eine hell lilane, aber das hat man nicht gemerkt. Hat super alles gesettet. Oh mein Gott. Also, wenn ich die irgendwo benutzt habe und danach mit irgendetwas drauf möchte, zum Beispiel Highlighter oder ein bisschen hier gesettet und dann Blush. Ich wollte Blush noch auftragen. Nichts mehr hat geklebt. Also, das war ein Nachteil, aber der Vorteil, es hat alles mega schön gesettet und nichts hat gekrisst. Ich bin froh, ich habe noch eins. Der Löscher Auge in die Farbe Light, glaube ich. Ja, Light 01 Light. Es gibt auch eine hellere Farbe neu. Ich glaube, die gibt es aber nur bei DM, wenn ich mich nicht irre. Oder bei Müller, bin ich sicher. Bei Douglas auf jeden Fall. Ja, super Concealer, aber ich finde für den Preis, also für 9 Euro, das ist mir doch ein bisschen teuer. Ich bin eigentlich zufrieden mit Fit Me. Nicht so ganz zufrieden als mit der hier. Ich überlege noch. Aber jetzt benutze ich den Fit Me und für jetzt reicht mir den. Aber sonst würde ich mir den nachkaufen. Und es ist auch ergiebig. Also mir hat das ungefähr 4 Monate gereicht. Von daher, ja, finde ich den Preis dann doch in Ordnung. Aufgebraucht Maybelline Jade Colossal Go Chaotic. Ich habe noch ein Backup davon. Eine gute Mascara, aber am Anfang war die nicht so mega. Natürlich, wenn die ein bisschen trockener würde, dann ist die besser geworden. Und sie hat mir sehr schöne Wimpern gemacht. Aber jetzt krümelt sie und ich mag die nicht mehr benutzen. Kann ich empfehlen, also ich war sehr zufrieden damit. Und aus meinem Projekt Lippenstifte, alle. Würde ich mir nicht nachkaufen. Zählt aufgebraucht. Hab's geschafft. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Ciao.